Ich will in die Stadt. Nein, will ich nicht. Ich komme gerade aus der Stadt. Rekrut? Auch Rekrut. Vor diesem Weg wurden wir ja nur gewarnt. Den sind wir definitiv noch nicht gegangen. Haben wir eigentlich was zu grillen dabei? Ja, wir haben ein bisschen was zu grillen dabei. Dann machen wir das mal eben, bevor wir uns in die nächsten Kämpfe stürzen. Ich habe da vorne schon Pinguine rumlaufen sehen. Das heißt, das gibt auch gleich wieder neue Bollen. Also sowohl Bollen als auch Beulen. Das wird wahrscheinlich auf beides hinauslaufen. Und das mit dem Fisch macht er nicht. Ja, jetzt macht das. Sieht richtig lecker aus. Ja, durchaus. Riecht auch richtig gut. Dann hauen wir uns jetzt ein bisschen Hähnchen rein. Wo war er denn? Ach, da war er denn. Erfolgreich den Schild genau im falschen Moment runtergenommen. Sehr gut. Ah, hier ist der Strand. Dann macht es ja gar nicht so den großen Unterschied. Abgesehen von der Laufkomponente, ob man den geheimen Schleichweg rausnimmt oder direkt durchs Tor. Der ging doch ganz gut. Und das hier sieht nach Graben aus. Hier ist was vergraben. Erstmal den Boden streicheln, natürlich. Und eine Truhe aus der Luft beschwören. Nachdem man nochmal den Boden gestreichelt hat. Jupp. So, was haben wir denn? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Sehr gut. Da kommen wir nicht dran. Dann gehen wir jetzt gerade mal den Weg hier runter Richtung Strand, damit wir alles weggeräumt haben, was da vielleicht noch auf dem Weg ist. Was offenbar gar nicht mal so viel ist. Ah, da ist noch eine Heilpflanze. Ist das da auch noch? Nein, das ist nur Vegetation, die einfach so in der Gegend steht. Und die haben wir noch gar nicht ausgenommen. Das sieht noch nach einer Beere aus. Und dann können wir vielleicht eben noch mit den paar Leuten hier reden, falls sie noch was zu erzählen haben. Bevor wir uns auf dem Weg zum Vulkan machen. Waren wir hier dran? Da waren wir dran, oder? Müssen wir doch dran gewesen sein. Ja, da waren wir dran. Okay, also fangen wir hier an. Nein. Machen wir da weiter? Probier's woanders. Alles klar. Suchst du wen? Ja, Patty. Komm in einem Stück wieder. Oder auch in zwei, kann ich nicht versprechen. Gut, sind wir hier durch, dann gehen wir wieder hoch Richtung Tor. Und dann werden wir uns mal den Weg zum Vulkan suchen. So. Ach, guck mal, da sind noch ein paar von den Pinguins. Schmeckt's? Oh. Da sind wir aus Versehen ausgewichen. Das wollte ich gar nicht. Und was ist mit dir, Leiche? Da. Ja, dann komm mal rum. So war das mit dem Rumkommen aber nicht gemeint. Next. Oh, wenn die so nacheinander kommen, ist das eigentlich ganz angenehm. So angenehm dann aber auch nicht. Ich glaube, das wäre die Gelegenheit, mal einen Heiltrank zu trinken. Da fehlt ja dann doch jetzt ein bisschen was von dem Leben. Aber genau dafür haben wir sie ja. Waren wir an der Truhe dran oder
Nein, waren wir nicht. Wir waren nur an der Leiche. Ich habe auch schon wieder vergessen, was sie dabei hatte. Ich glaube, eine Heugabel und einen Ring oder irgendwie sowas. Aber dann wollte plötzlich die Stachelratte neben uns Aufmerksamkeit. Das war schwierig. Bin ich unaufmerksamer oder sind die aggressiver, seitdem wir aus der Stadt raus sind? Ich könnte mir beides sehr gut vorstellen. Es ist einfach der Übermut, nachdem wir jetzt so lange nicht gekämpft haben und der Meinung sind, dass wir alles besiegen können. Ja, war ja klar, dass du jetzt rumkommst. Ja. Ja. So. Fleisch und Stacheln. Ich glaube, es wird dunkel, wenn ich das so richtig sehe. Was ungünstig ist, weil hier draußen kein Bett ist. Im Zweifelsfall müssen wir halt mal eine Nacht durchmachen. Aber ich würde sonst auch gucken, ob wir irgendwo auskommen, wo ein Bett ist. Schön zwischen den beiden durchgehauen. Ja. Statistisch gesehen sind sie tot. Jetzt kommt er immer von der Seite. Ja. Ja. Hör auf, ich bin dran. So, und dann kommt hier der letzte jetzt wahrscheinlich auch noch. Aber der kommt natürlich über die Straße. Ist ja klar. Ja. Na komm. Ja. So, ich spendiere mir mal wieder einen Heiltrank. Dann sind wir fast voll. Dann nehmen wir die ganzen Leute hier mal aus. Die brauchen ihr Fleisch ja nicht mehr. Und dann haben wir es auch schon. Da ist ein Keiler, den sparen wir uns. Da habe ich wirklich keine Lust drauf, da das mit dem Schild bei dem nicht funktioniert. Okay, wir müssen Richtung Vulkanfestung. Das wäre ja quasi hier so der Weg. Wenn ich das richtig sehe. Ja, komm mal rum. Ja, ja. Na komm. Mach was, sonst mache ich das. Das hat doch wieder ganz gut funktioniert. Da ist eine Motte. Und da sind mehrere Motten. Da kriegst du ja die Motten. Kommen alle. Das ist wiederum unangenehm. Gucken, ob wir sie irgendwie alle hintereinander bekommen. Das wäre sehr schön. Oh, die kriegen ja gar keinen Schaden. Sehr gut. Das ist die erste. Der erste ist ein Falter, keine Motte. Klar. Lass das bitte mit dem von hinten angreifen. Das ist fies. Ja, voll in den Schlag rein. Sehr gut. Autsch. Ich würde halt die linke ganz gerne mal wieder ins Ziel bekommen. Die ist nämlich quasi weg. Ich meine, jetzt sind sie alle ganz gut angeschlagen. Autsch. Wir gehen mal kurz spazieren. Moment. So, das ist ja schon deutlich angenehmer. Du bist weg.
Autsch, du bist fast weg. Jetzt bist du weg. Und dann haben wir dich auch noch. Das war nicht elegant, hat aber funktioniert. Bald haben wir keine Heiltränke mehr. So, dann hauen wir uns mal wieder ein Stück Fleisch rein. Ja, wobei, so viel fehlt da ja jetzt auch nicht. Das ist schon okay. Hier ist eine Kiste. Und der Pilz da links, der sieht aus, als könnte man ihn mitnehmen. Zähne, Wildschweinfellfläschchen und ein paar Goldmünzen. Das ist eine Wichtelkappe. Nein, hinsetzen wollte ich mich eigentlich überhaupt nicht. Immer dieses automatische Klicken, sobald irgendwas im Fokus ist und dann ist es nur ein Interaktionspunkt und kein Mitnehmenpunkt. Wer will denn sowas? Aber wir sind hier ja, also hier ist eine Brücke. Aber wir sind hier ja schon wieder grundlegend falsch. Da ist ein Pinguin. Und ein Wolf. Das ist jetzt halt die Frage, soll man uns hier durchfarmen und alles kaputt prügeln, damit wir die EP sammeln? Oder sollen wir erstmal zur Festung und stärker werden? Wir sind hier völlig falsch. Hier müsste es irgendwo nach links abgehen. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Normalzustand, alles gut. Aber hier ist eine Straße. Das ist aber die, die hier den Bogen macht. Das dürfte da vorne das Gehöft sein, wo wir am Anfang waren. Also nicht am Anfang, wo wir nach den Banditen waren. Und dann müsste das hier die Straße sein, die zur Vulkanfestung führt. Wahrscheinlich. Ja, Hafenstadt. Die dürfen uns ja jetzt nichts mehr tun. Ich speichere mal. Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin, das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Aber wir haben ja ein Empfehlungsschreiben, also eigentlich... Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Die Ruine, die wir da sehr deutlich im Hintergrund sehen, nehme ich an. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Das werden wir tun, aber... Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Das ist ja alles sehr schlimm. Lass mal die Ruine hier inspizieren. Und auch hier wieder hin und her gerissen. Sollten wir das wirklich tun? Oder nicht? Das sieht noch nicht so sehr nach Falle aus. Da oben ist ein Schalter. Das sieht nach Falle aus. Was ist das da? Ja, ich denke, wir kommen später wieder. Mit der Falle weiß ich noch nicht, wie ich umgehen soll. Also Stacheln aus dem Boden, so sah das so auf den ersten Blick aus. Weiß ich noch nicht, was ich dagegen machen soll. Der Schalter wird sicherlich die Tür öffnen.
Und das Viech, was dahinter saß, sah auch nicht so zutraulich aus. Ja! Das ging doch schon wieder fast gut. Am Anfang ein paar kleine Schnitzer drin. Aber dann ging's. Für mich ist er ein Schwätzer. Mhm, für mich auch. Wer? Erzähl mir nichts, ich kenne solche Typen. Ja, dann macht das ja auch nichts, wenn ich hier klaue. Apfelfläschchen Gold. War auch nicht anders zu erwarten. Natürlich nicht, aber wer seid ihr denn eigentlich? Da Barry? Hi. Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Komischer Kauz. Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Welche Pflanzen? Haben wir die vielleicht schon dabei? Ist aber wahrscheinlich schon mal ein guter Hinweis, dass es da einen Meister gibt, der nicht ganz so offensichtlich ist, mit dem wir wahrscheinlich reden müssen, wenn wir Magier werden wollen. Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, kein Ding. Rekrut. Sakura. Hallo, bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Yes. Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Ach, du auch. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Ich denke, man darf sich nicht gegenseitig helfen, hast du gerade gesagt. Das ist jetzt aber schwierig. Den ganzen Tag, ehrlich. Das sind wahrscheinlich keine Wildschweine, sondern einfach ganz normale. Die tun uns nichts. Schweinescheiße, überall Schweinescheiße. Ich krieg hier noch Brechreiz. Ich hab Motten im Hintergrund gesehen. Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Aber jetzt sind's wieder Motten. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell, dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Ja, dann beantrag doch einfach eine Versetzung. Ich meine, speichern, wie viele sind's denn? Ja. 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 Oh. 8. Sehr gut. Wenn die nicht in so großer Zahl kommen, dann kriegen wir die auch ganz gut hin. So, speichern. Ich hoffe, dass ihr nicht alle kommt. Nee, so natürlich nicht. Na, das sind mal mindestens 3. Das ist nicht so gut. Aber die eine ist schon fast weg. Ja. 2 sind quasi weg. Lass mich mal gerade vorbei. So. Und natürlich greift gerade die an, die noch volles Leben hat. Ja. Haben wir vielleicht mal eine von den anderen hier bekommen? Dankeschön. So, du weg. Da kommt die nächste. Die hat ihren Kumpel weggekickt. So, dich haben wir auch gleich. So, 2 fehlen noch, aber ich würde sagen, wir gönnen uns mal einen großen. Das hat er jetzt dann doch ganz gut aufs Maul gegeben. Dich haben wir noch. Und da fehlen doch jetzt noch 2, 3. Nee, es müssen 2 sein, also eine jetzt noch. Wo haben wir die denn?
gemeuchelt. Da. Okay. Und die letzte. Die letzten beiden. Sorry. Klar. Dich haben wir dann auch gleich. Sehr schön. Das war's mit dieser Quest. Die können wir auch direkt abgeben. Wenn man das direkt sieht, wo die Quest hinführt, dann kann man das ja auch mal eben machen. Das ist ja dann alles kein Problem. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich! Dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank. Wo haben die Münzen vorher gelegen? Will ich die? Das ist ein Huhn. Gibt's hier was zu klauen? Ja, gibt's. Oh, da kann man graben. Dann tun wir das doch. Hier ist was vergraben. Ja, sag ich doch. Ich bin einfach mal rumgelaufen in der Hoffnung, hier irgendwas zu finden und bin über einen Grabungsort gestolpert, der jetzt wahrscheinlich wieder eine Truhe beinhaltet, die wir nicht öffnen können, weil wir keinen Schlüssel haben. Obwohl, das könnte vielleicht sogar Tildas Hof sein. Dann ist das hier genau der Ort, den sie uns schon beschrieben hat, wo wir uns bedienen dürfen dafür, dass wir ihre Söhne gefunden haben werden. Jo, ein Kerzenleuchter, Wolfsfell, Wildschweinfell. Aber kein Questabschluss, von daher vielleicht auch nicht. Aber Kerzenleuchter klang jetzt schon sehr danach. Oh, Wasserfass, da trinken wir doch mal kurz draus. Dann sind wir auch wieder voll, wobei wir wahrscheinlich eh bald schlafen gehen würden. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann haben sie bestimmt auch ein Bett hier für uns. Hoffe ich einfach mal. Da können wir auch wieder reden. Na, ah, ein Plünderer! Nix da. Ich habe ein Empfehlungsschreiben von Kommandant Carlos. Was? Tatsächlich? Zeig her. So, so. Na, da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Hier, hast du dein Schreiben zurück. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Ich fürchte, ich muss zu den Leuten, zu den Gebäuden, weil ich ein Bett brauche. Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Da müssen wir sicherlich auch noch hin. Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Gnome also? Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Ja, sehr gut. Kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Ah, vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe nördlich von hier niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Natürlich, wir machen das klar. Wir brauchen ja auch die Gnome für den Schmied, um hier Werkzeuggedöns zu sammeln, hat der gesagt, glaube ich. Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Nö, das sowieso nicht. Aber hast du ein Bett für mich? Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen.
Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Ja, nun, also... Rudolf ist tot. Ach, ich wusste es. Hätte der verfluchte Hund doch bloß auf mich gehört. Ich wette, dass die Banditen dahinter stecken. Naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Trotzdem danke für die Nachricht. Ja. Auch die Banditen? Das schon? Also, weiß er jetzt auch nicht. Da ist eine Fackel und du bist? Ruben. Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Ich brauche ein Bett. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Mhm. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Ja, sag bloß. Deine Waren sind viel zu teuer. Tja, sind schlechte Zeiten angebrochen, mein Freund. Du kannst froh sein, dass es überhaupt noch was gibt. Ja, bin ich. Immer. Sehr schön, dass du gerade weggehst von der Tür. Was soll ich denn da groß machen? Da kann ich ja gar nicht anders als, ne? Wenn er sagt, wir haben hier wertvolle Sachen drin. Denk doch mal nach. Das funktioniert so nicht. Also im Ernst. Heiltrank, Wein, Kerzenleuchter. Und wenn wir gerade schon mal da sind, dann können wir doch eben pennen gehen, oder? Gute Nacht. Bis morgen.